To the moon, hold the line. Das sind die Sprüche bei dem Subreddit Wall Street Bets. Und man meint damit meistens die Aktie GameStop, die ja so massiv explodiert ist, eben weil viele Hedgefonds diese Aktie geschortet hatten. Das haben ein paar schlaue Jungs unter anderem bei Wall Street Bets kapiert. Dann haben sie dazu aufgerufen, diese Aktie zu kaufen. Und entscheidend ist, dann sind andere Hedgefonds, die die Schwierigkeiten der Konkurrenz Hedgefonds rochen, davon wussten, sind mit auf den Zug gesprungen. Dementsprechend kam da richtig Druck auf die Pipeline. Aber das Spiel ist jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit vorbei. Es wird sehr, sehr schwer, die Aktie nochmal nach oben zu prügeln. Fundamental ist das sowieso nicht gerechtfertigt. Vielleicht fundamental berechtigt so zwischen 2 und 8 bis 10 Dollar, also deutlich weniger als wir derzeit stehen in dieser Aktie. Und es wird auch bei anderen Aktien wahrscheinlich schwierig, bei anderen Lieblingsaktien der Wall Street Bets Community, da dürfte das ähnlich schwierig werden, diese Aktie nochmal nach oben zu treiben. Also die jungen Wilden werden es jetzt etwas schwieriger haben, denn die Hedgefonds sind nicht ganz dumm. Ich will sie, wie gesagt, nicht verteidigen. Ich habe da überhaupt keine positive wie negative Meinung dazu. Das ist ein Teil des Börsenkapitalismus, wie wir ihn schon seit Jahrzehnten sehen. Und die sind aber in der Lage gewesen, offenkundig ihre Short-Positionierung, vor allem bei GameStop, aber auch bei anderen Aktien massiv zu reduzieren, und damit entfällt der dynamische Treiber für weitere Kursanstiege. Schauen wir uns zunächst mal die Aktie von GameStop an heute. Minus 21%. Zuletzt habe ich sie gesehen, so bei 245 Dollar, also nochmal 10 Dollar runter. Und es wird, wie gesagt, sehr, sehr schwer werden, das Ganze hier nochmal nach oben zu treiben. Wenn wir uns mal den Chart hier anschauen von Capital.com, by the way, dann sehen wir, dass hier die Aktie raufgeknallt ist auf fast 500 Dollar, dann einmal runter, dann nochmal nach oben. Aber jetzt sehen wir schon tiefere Spitzen. Niedrigere Hochs, das ist schon mal charttechnisch ein Problem, und es dürfte weiter nach unten gehen, weil eben jetzt der Treiber fehlt, weil jetzt die Dynamik fehlt, den Kurs hier nochmal nach oben zu bringen. Andere Hedgefonds sehen jetzt keine Motivation mehr, hier richtig Gas zu geben. Warum ist das so? Weil eben das Short Interest, also die der Anteil der geschorteten Aktien in Relation zum Free Float der GameStop-Aktie jetzt massiv gefallen ist. Da waren wir noch, was die Short Interest betrifft, bei 8,82 Milliarden am Freitag. Jetzt sind es vorher gewesen 27,13 Milliarden, Millionen. Das heißt, das ist viel, viel weniger geworden. Nach neuesten letzten Zahlen, die ich gesehen habe, ist nur noch 39% des Free Float auf der Short-Seite. Und das wird nicht mehr reichen, hier die Aktie nach oben zu prügeln durch einen Short-Squeeze. Das entfällt jetzt. Damit entfällt, wie gesagt, die Motivation anderer Hedgefonds, damit draufzuspringen. Und es waren diese anderen Hedgefonds, die diese Kursexplosion maßgeblich getriggert haben, nicht nur alleine die Wall Street Bets Jungs. Das heißt, da hat auch die dunkle Seite der Macht, kann man sagen, richtig schön mitgeholfen bei den Guten, die ja nur das Beste wollen und dem Unternehmen GameStop eine zweite Chance geben wollen. Wer es nicht glaubt, kommt auch nicht in den Himmel. So, schauen wir uns nochmal ein paar Dinge an, die vielleicht heute relevant sind. Es sind ein paar schlaue Jungs bei Wall Street Bets, das hatte ich heute Morgen schon gesagt, die haben Bloomberg Terminals, das merkt man, das heißt, das sind Profis, die wissen, was gespielt wird. Und jetzt sollte man diejenigen schützen, die nicht wissen, was gespielt wird, denn die glauben nach wie vor hold the line, to the moon, all diese Sprüche, die sind für die nach wie vor der Fall. Einer davon ist zum Beispiel Dave Portnoy, der Gott, der Robin Hooder, der aber null Ahnung hat von den Aktienmärkten. Das hat er heute wieder oder jetzt kürzlich in einem Interview mit Fox bei Tucker Carlson ziemlich klar erkennen lassen. Der erzählte ihm nämlich, ja, pass auf, Robin Hood, die verkaufen ihren Orderflow an den Hedgefonds Citadel. Echt jetzt? Das heißt, der Mann ist relativ schlecht informiert. Der sagt, ich will meine Aktien halten, meine GME, meine AMC, bis an mein Lebensende, also dieses Hold-the-Line-Motiv hier in der Reinkultur. Und das Problem ist, was ich heute Morgen schon versucht hatte klarzumachen, faktisch, wer über zum Beispiel Robin Hood, das ist in Deutschland anders, das sind Aktien-Sondervermögen, aber in den USA ist es so, wer über Robin Hood Aktien wie GameStop kauft, der wird faktisch gepoolt, der hat dann, wenn Robin Hood pleite gehen würde, einen Anspruch an Robin Hood, aber ob der
Anspruch dann wirklich ausbezahlt wird, ist eine andere Geschichte. Das ist in etwa so, wenn man ein Flugticket über Air Berlin gekauft hat, dann kann man versuchen, noch irgendwie zu fliegen, aber die Airline ist schon längst pleite, dann kann man an den Insolvenzverwalter diesen Anspruch stellen, aber es hilft nichts, es bringt nichts mehr ein, nicht mehr viel ein, außer Robin Hood würde gerettet werden in dem Fall. Also das Ding ist gelaufen, diese Geschichte ist scheinbar jetzt vorbei. Übrigens, einer der bevorzugten Aktien von Dave Portnoy ist AMC, eine Firma, die hat 5,7 Milliarden Schulden, das ist ja dieser Kinobetreiber. Kursziel von MKM jetzt auf 1 Dollar. Die Aktie war vorhin, glaube ich, so bei 14, 15 Dollar. Also auch das wird langfristig kein wirklich gutes Spiel sein. Und auch hier haben die Hedgies ihre Shortquote deutlich reduziert, sodass es auch da schwieriger wird, auch wenn die Aktie heute nochmal gestiegen ist, hier die Geschichte nach oben zu treiben. Wenn wir uns mal die 5 Most Active Stocks an der NYSE anschauen, es ist AMC, Nokia, Hecla Mining, NIO und der First Majestic Silver, also hier dieses Minenmotiv, Silbermotiv scheint hier schon auf, dazu gleich mehr. Wir sehen dann, dass Robin Hood es geschafft hat, nochmal 2,4 Milliarden Dollar aufzunehmen, praktisch Geld zu besorgen. Ich hatte versucht, heute Morgen auch diesen Zusammenhang zwischen den Clearinghäusern und den Brokern und den Kunden zur Darstellung zu bringen. Die Clearinghäuser werden nervös, weil die Risiken immer größer werden. Dann sagen sie dem Broker, wie zum Beispiel Robinhood, Junge, du musst Geld nachschießen, wir brauchen Collateral, wir brauchen Sicherheitsleistungen. Genau deswegen muss Robinhood jetzt eben Geld aufnehmen, um den Clearinghäuser diese Sicherheitsleistung wirklich auch geben zu können. Und jetzt, bums, plötzlich bietet man wieder etwas größeres Volumen an in diesen Aktien, die man vorher teilweise wie bei GameStop auf eine einzelne Aktie reduziert hatte, die kaufbar ist. Also wir sehen, das hängt alles miteinander zusammen. Wenn das Collateral besser ist bei Robinhood, respektive die Sicherheitshinterlegung erhöht ist von Robinhood bei den Clearinghäusern, dann kann man eben auch wieder mehr Aktien anbieten. Das ist nicht der Bailout gewesen für Hedgefonds, sondern es ist vor allem so gewesen, dass auch einige Hedgefonds ja nicht GameStop handeln konnten, nur die etwas größeren, die wiederum über große Prime Broker abwickeln, die wiederum sehr, sehr tiefe Taschen haben und diese tiefen Taschen sind als Collateral hinterlegt bei den Clearinghäusern, daher kriegen die auch keine Schwierigkeiten, daher konnten die größeren Hedgefonds dann eben weiter in Aktien wie GameStop handeln. Aber gleichwohl gibt es ein interessantes Motiv in Relation zu Silber, das ich gleich ansprechen werde. Hier nur mal, um die Relation klar zu machen, was mit Robinhood eigentlich los ist, wie erfolgreich die bisher waren, muss man sagen. Jetzt sind sie ja vielleicht nicht mehr so beliebt. Jedenfalls alleine am letzten Donnerstag wurde die App 177.000 Mal runtergeladen und an diesem Tag gab es 2,7 Millionen Daily Active Users, also Leute, die wirklich jeden Tag handeln. Und das ist mehr als bei Charles Schwab, TDA Ameritrade, E-Trade, Fidelity und Webull zusammen. Also wir sehen eine gewisse Dominanz bei diesen Neobrokern noch bei Robinhood. Wie gesagt, es dürfte so sein, dass die einiges an Zuspruch verlieren. Und Zuspruch verloren hat wohl auch ein Hedgefonds wie Melvin Capital. Hier der Chef von Melvin Capital zu sehen, der hat sich in Miami noch, wollte der noch ein Riesenanwesen ausbauen. Das wird er jetzt vielleicht lassen, denn er ist vielleicht bald pleite. Jedenfalls haben die Hedgefonds sich so stark enthebelt wie seit Februar 2009 nicht mehr. Sie mussten, weil ihre Short-Positionen stiegen, also mithin der Schmerz größer wurde durch die Short-Positionen, um dann Margin zu generieren, mussten sie ihre Long-Positionen teilweise liquidieren. Deswegen haben wir Aktien wie Amazon fallen sehen, denn das ist einer der Lieblinge eben der Hedgefonds gewesen. Insgesamt sehen wir einen kleinen Knick nach unten, was die Positionierung, die Exposure von Hedgefonds hier betrifft, aber die ist immer noch sehr, sehr hoch. Die sind also immer noch dick investiert, nur eben jetzt weiter auf der Long-Seite investiert. Und das eigentliche Spiel findet nach wie vor bei Tesla statt. Hier sehen wir mal den Pain Trade, die Most Painful Losses for Short Sellers Year to Date, also seit Jahresbeginn, wo haben die Shorties am meisten Geld verloren? Nach wie vor Tesla, 6 bis 8 Milliarden, dann Plug Power, iShares Trust und dann kommt erst der GameStop. Also nach wie vor, dass die Mördergrube für Shorties ist Tesla. Eine Firma, die es auch im vierten Quartal oder jetzt nach wie vor nicht schafft, im vierten Quartal
nicht geschafft hat, profitabel zu sein, wenn man mal die Subventionen abzieht, die man durch diese CO2-Zertifikate bekommt, faktisch, also staatliche Unterstützung, wenn man so will, ansonsten wäre Tesla nicht profitabel. Gleichwohl hat Piper Sandler heute das Kursziel um 133% auf $1,200 erhöht von $515. Warum nicht? Es ist möglich. Also, wie gesagt, wir sehen ja auch auf den Straßen nur noch Teslas. Ich habe schon eigentlich das Tesla-Zeichen immer in den Augen, wenn ich auf die Straße gehe. Da sehe ich keine Volkswagen, da sehe ich keine anderen Autos. Nein, nur noch Tesla. Und deswegen ist das Kursziel natürlich völlig berechtigt, meine Damen und Herren. Da gibt es gar keine Frage. Und eine gute Nachricht ist auch, dass Tesla einen einstelligen Milliardenbetrag von der Bundesregierung als Subvention bekommen hat für die Batterieproduktion. Wahrscheinlich da in der südlich von Berlin, da soll ja Wunderbares geschehen. Hier sehen wir nochmal Most Shorted Stocks, die sind ein bisschen runtergekommen, GameStop. Und die Lieblingsstocks, hier der untere Teil der Grafik, die sind auch ein bisschen runtergekommen. Das hat also durchaus wehgetan. Aber jetzt gibt es einen neuen Spielball, das ist also nicht mehr GameStop, sondern Silber. Wir sehen zwischenzeitlich bei Silber den größten Anstieg seit dem Tag, an dem Lehman Brothers pleite gegangen ist. Zweistellig war man da im Plus. Teilweise ein massiver Anstieg. Jetzt sagen viele, ja, das ist doch gar nicht durch Wall Street Bets gekommen, das sei Fake. Nach wie vor sei man bei Wall Street Bets in Sachen GameStop und AMC unterwegs. Das sei ein Ablenkungsmanöver der Hedgefonds, weiß ich nicht. Jedenfalls, warum nicht, kann sein, keine Ahnung. Jedenfalls zeigt es eben die Kraft dieser Social Media Schwärme, die es eben dann schaffen, auch einen deutlich größeren Markt wie Silber durchaus zu bewegen. Silber, gesamte Marktkapitalisierung mit einem Schnipp und Schnapp, ungefähr $1,5 Billionen. Und das wirklich interessante Motiv bei Silber könnte für einen auch längerfristig vielleicht andauernden Short Squeeze sein, also eine Preissteigerung sein, dass es schlichtweg eben viel weniger physisches Silber gibt als Papiersilber, also als Derivate auf Silber. Und das gilt ja für so viele Dinge in dieser wunderbaren Casino-Welt. Dementsprechend könnten da sozusagen ein paar Versprechen in die Luft fliegen, wenn eigentlich das physische Silber gar nicht da ist. Das war ja das, was viele Silberhäuser gemeldet haben. Wir liefern erstmal kein Silber, wir haben absoluten Mangel an Silber, wir können das gar nicht bedienen, diese Nachfrage. Und wie in Rohstoffmärkten insgesamt, wenn irgendwo etwas zu wenig ist, dann knallt es sehr, sehr schnell nach oben, dann ist die Vola ziemlich hoch. Und jemand, der davon besonders stark profitiert hat, und das nährt natürlich die Theorie, oh, die Hedgefonds wollten ein Ablenkungsmanöver starten, das war Citadel Advisors, die ungefähr 6 Millionen Shares an dem iShares Silver Trust besitzen, Stand 30. September des Vorjahres. Aber interessant ist eben, dass natürlich dadurch schon eine Pause entstanden ist, denn wenn dieser Short Squeeze nicht weitergeht, wie bei GameStop und anderen, und dann müssen eben die Hedgefonds auch nicht verkaufen. Und dann denken sich einige Hedgefonds, okay, guckst du, eine Amazon ist jetzt günstiger geworden. Andere Tech-Aktien sind günstiger geworden, weil vor allem die Lieblinge der Hedgefonds, diese Long-Positionierungen, abgebaut werden mussten, um Marge zu generieren. Jetzt ist es so, dass dann eben letztendlich dieser Tech-Sektor heute besonders stark steigt, Nasdaq über 2% im Plus. Das ist schon auffällig, aber ob da wirklich ein Zusammenhang besteht, möchte ich mal dahingestellt lassen. Jedenfalls sehen wir, dass nach wie vor in Sachen Berichtssaison diejenigen Aktien oder diejenigen Unternehmen, die besser berichten als erwartet, nach wie vor abverkauft werden. Das ist die schlechteste Reaktion in der Geschichte, wie hier die Bank of America thematisiert. Das liegt einfach daran, dass die Erwartungen mit steigenden Kursen immer stärker in die Höhe schießen und die Unternehmen gar nicht in der Lage sind, diese massiven Erwartungen praktisch zu erfüllen. Ja, da gibt es offizielle Erwartungen, es gibt aber auch immer Flüsterschätzungen, und selbst wenn dann ein Unternehmen besser als erwartet berichtet, aber unterhalb der Flüsterschätzung, dann wird man eben abverkauft. Zwei interessante Dinge noch, wir haben heute den ISM-Index Gewerbe gesehen aus den USA, ziemlich enttäuschend oder schwächer als erwartet, sagen wir so, aber die Preise sind massiv explodiert. Wir haben jetzt den größten Anstieg seit dem Jahr 2011, und in Sachen Konjunktur vielleicht in Deutschland heute die Retail Sales, also die Einzelhandelsumsätze, minus 9,6% ist es da nach unten gegangen, auch mit den Online-Umsätzen.
also auch inklusive der Online-Umsätze. Also wir sehen, der Lockdown, der hinterlässt ja durchaus auch Spuren, auch wenn uns die Wirtschaftsdaten suggerieren möchten, dass da eigentlich überhaupt nichts der Fall ist. Also es ist ein interessanter Tag, die Woche startet interessant, das war fast zu erwarten. Silber war jetzt das neue Ding, GameStop dürfte vorbei sein, die anderen dürften wahrscheinlich auch bald vorbei sein, wenn das Short Interest der Hedgefonds nicht mehr groß ist. Dann entfällt der Treiber, da ist dann nicht mehr viel zu machen. Diese Party ist dann möglicherweise vorbei, aber wir warten auf die nächste Party. Das ist sozusagen eine spannende Frage. Was ist die nächste Party? Ist zum Beispiel diese Geschichte mit Silber dauerhaft? Da könnte nach meiner Auffassung etwas mehr dran sein als eben bei Aktien wie GameStop. Wir werden sehen. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sag Servus und Ciao.